Ja, das Kind, das bin ich mit meiner Mutter. Ich bin ja Dezember 46 geboren und die Firma hatte mein Vater im November 46 gegründet. Und quasi wurde mir ja dann die Firma in die Wiege gelegt. Wir haben ja direkt in der Firma praktisch gewohnt und so war ich von klein auf hier mit eingebunden. Und schon mehr oder weniger ab meinem 14. Lebensjahr wusste ich, das will ich machen. Die Zeit war für uns immer sehr, sehr schwierig, weil der Kampf war eigentlich ums Überleben. Was daraus wird, hat mein Vater sicher nicht erwarten können. Allerdings muss ich sagen, er war ja immer ein kreativer Typ. Er hat ja auch dann das aufgenommen, als ihm angeboten wurde, die erste Straßenmarkierungsmaschine zu kaufen. Das war der Startschuss für die Innovationskraft der Firma. Denn ohne das wäre man wahrscheinlich gar nie auf diese Ideen gekommen, später sich auf den Sportstättensektor und den Markierungssektor insgesamt zu konzentrieren. Und als dann im Jahre 1967 die Möglichkeit bestand, sich bei der Firma 3M Tardan zu bewerben als Markierer für ganz Europa, da war ich als Junger mit 21 Jahren gleich Feuer und Flamme und habe hier eine große Chance für uns gesehen. Die waren dann von unserem Know-how der Markierung begeistert und dann haben wir uns in das Wagnis Markierung von einer Laufbahn, vom Stadion begeben. Wir haben auch die ganzen Olympischen Spiele dann bis zur Olympiade nach Moskau 1980 markiert. Auf allen Kontinenten waren wir schon. Eine ganz verrückte Geschichte war sicher in Saudi-Arabien. Die erste Hauptschwierigkeit war, dass wir über Tausende von Kilometern unsere Materialien zusammentragen mussten. Dann war das ganze Land immer mit Sandstürmen behaftet, die uns enorme Probleme bereitet haben. Und man musste ständig aus den Schwimmbädern den Sand heraussaugen. Und der Höhepunkt war sicher, als unser türkischer Mitarbeiter plötzlich 3 Tage verschwunden war, weil er die große Chance gesehen hat, für sich als Muslim einmal im Leben nach Mekka zu pilgern. Das Problem war dann im Nachhinein natürlich, dass die Baustellen fertig gemacht werden mussten und da musste nachverhandelt werden. Also der Schweizer Manager des Baukonzerns hat sich beschwert und hat gemeint, der Schwabe zieht uns die Unterhosen aus. Der große Durchbruch der Firma KIPP war die Entwicklung eigener Produkte für unseren Nischenbereich. Im Sporthallensektor, da war es ja früher so üblich, dass aus den Belägen Streifen ausgeschnitten wurden und dann mit farbigen Streifen eingelegt. Das war ein immenser Aufwand. Ich dachte mir nach meiner Ausbildung zum Lack- und Kunststofftechniker, es müsste doch möglich sein, eigene Farben zu entwickeln, die auf diesen unterschiedlichen Belägen eine Haftung bekommen und eine Abriebeständigkeit haben. Und da habe ich mich dann mit der Firma Sika zusammengetan, mit denen wir dann gemeinsam diese Polyurethanfarben entwickelt haben. Das Wichtigste vom Markierer ist, dass man sauber arbeiten tut, präzise, ohne Fehler zu machen. Wenn man Fehler macht, dann kann man das schlecht wieder beheben. Weil das schwierig ist, weil die Farbe nicht mehr so gut weggeht und der Belag dann versaut ist.
Wenn ich jetzt ein Architekt bin oder der Bauherr, ich möchte das akkurat haben. Weil es ist ja nicht so, dass ich als Bauherr das bloß so will, sondern auch, wenn andere Leute kommen, dann so, dass sie reinkommen und sagen, ach, wunderschön, ah, schöne Linie und alles, ein bisschen gerad und scharfkantig. So muss das eigentlich sein. Okay. Also ich bin jetzt 42 Jahre in der Firma GIP. Das, was ich verwirklichen will und mit meiner Idee und mit meinem Know-how und alles drum und dran, da habe ich hier die Freiheit. Ich habe die Möglichkeit, immer was Neues zu machen und Verbesserungen zu bringen, dass es alles schneller geht, rum und um. Und einfach, weil es mein Heimat ist. Die Entwicklung der Firma hat natürlich auch wesentlich mehr Mitarbeiter erfordert, das ist klar. Und da wir ja in ganz Deutschland, in halb Europa unterwegs waren, kannst du ja die Mitarbeiter auch gar nicht kontrollieren. Ich müsste ja einen Hubschrauber haben und müsste ja ständig in der Gegend rumfliegen. Das ist nicht denkbar. Und deswegen musste ich natürlich nach einem System mich umschauen, das mir die Möglichkeit gibt, in beiderseitigem Einvernehmen, nämlich Unternehmen und Mitarbeiter, dann in Einklang zu bringen. Die Mitarbeiter wurden nicht mehr nach Stundenlohn bezahlt, sondern nach Leistung. Und diese Leistung kann jeder, je nach seiner Qualifikation, natürlich auch selber dann für seinen Geldbeutel steuern. Der, wo viel macht, soll auch viel verdienen. Und der, wo meint, er muss nicht so viel machen, der muss mit dem zufrieden sein, was er hat. Also hier in der Firma hast du die Möglichkeit, ein Schweinegeld zu verdienen. Ja, die Firma ist mein Baby, so empfinde ich das nach wie vor. Also mir ist es sehr wichtig, dass die Firma in der Familie bleibt, denn ich habe sie auch übernommen von meinen Eltern. Und deswegen ist jetzt meine Tochter Susanne Kipp als Betriebswirtin hier in der Firma und mein Schwiegersohn Stefan Morcher, der Architekt ist. Und jetzt würde ich mir natürlich wünschen, wenn auch eine vierte Generation eventuell aus den Enkeln sich herauskristallisieren könnte. Ich wünsche mir einfach, dass die Innovationskraft erhalten bleibt, dass wir nach wie vor die Problemlöser unserer Kunden sein können und dadurch natürlich auch immer den einen Zentimeter voraus bleiben können.